Okay. Also erstmal vielen Dank für den wirklich sehr interessanten Vortrag. Also ich finde das wirklich beeindruckend, was Sie machen. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ich hatte persönlich schon mal das Glück, in Anführungszeichen, diese Grenzposten sowohl in Erez wie auch in Bethlehem zu erfahren, wie dieser Umgangston dort ist und auch in der Westbank ein bisschen den Einblick zu gewinnen. Jetzt möchte ich aber an Sie mal eine etwas provokantere Frage stellen. Was ist die Alternative? Ich meine, Sie haben das Umladen, was wirklich schrecklich ist, der Kranken angesprochen, weil die Hamas hat oder die Palästinenser haben mit den Krankenwagen Waffen nach Israel und Bomben geschmuggelt. Die Grenzposten, ich habe selber mitgekriegt, wie in Erez zwei Soldaten an dem Tag erschossen worden sind. Was ist die Alternative zu den Fenstern? Also, das würde ich gerne von Ihnen wissen. Also, jetzt natürlich den Gesamtkontext gesehen, aber was ist die Alternative? Also, über den Umgangston müssen wir nicht reden an den Posten. Nein, also, es geht uns auch nicht so sehr um den Umgangston. Aber die radikale Alternative ist, die Besatzung abzubauen, um die Checkpoints abzubauen. Das ist klar, dass das ist das, was dazu führen könnte, dass das um die Siedlungen abzubauen, selbstverständlich. Die Tatsache, dass Krankenwagen benutzt wurden für Transport von Waffen, ist sehr bedauernswert. Aber jetzt denken Sie einmal darüber nach. Es ist ja so, dass es Männer gibt, die Frauen vergewaltigen. Bedeutet das, dass alle Männer Vergewaltiger sind? Man kann so nicht leben. Ja? Es gibt Verbrecher, es gibt das, es gibt alles, was sie wollen. Aber man kann nicht eine ganze Bevölkerung als verdächtig des Terrorismus, verdächtig als potenzielle Terroristen betrachten. Sogar unter den Bedingungen einer Okkupation ist das ganz, ganz unmöglich. Denn es ist ein Bumerang. Wie ich auch versucht habe zu zeigen, ja, also alles das, was an den Checkpoints zum Beispiel geschieht, erregt immer unglaublichen Hass bei der Sicherheit. Das heißt, wir schaffen uns unsere Terroristen selber. Ja, genau. Und es ist manchmal, glaube ich, vernünftiger, auch vom Standpunkt der Besatzer aus, ich spreche jetzt gar vom Standpunkt der Besatzer aus, etwas zu riskieren, als alle Menschen in diese Mühle hineinzubringen, der potenziellen Terroristen. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das zu irgendwas führt, außer zu neuen Terroristen. Also ja, ich kenne alle diese Geschichten. Und es stimmt. Ja, es hat sich eine Frau auch mit einem, sie hat sich als schwangere Frau verkleidet, das war sie auch in Erez, und hat bei dieser Gelegenheit unter ihrem Bauch Gewehre oder irgendwas gehabt und hat damit zwei Soldaten erschossen. Ich kenne die Geschichte. Aber was heißt das, dass wirklich alle schwangeren Frauen jetzt... Es ist unmöglich. Also man muss auch wissen, wo man riskiert und wie man riskiert. Und man kann sich darauf nicht berufen, dass es missbraucht wurde. Und das ist sehr traurig, dass es missbraucht wurde. Und ich finde das wirklich schade, weil damit sozusagen alles diskreditiert wird. Also alle Ambulanzen und so weiter sind diskreditiert. Aber man kann nicht mit so einer Einstellung wirklich agieren. Und natürlich ist es einfach zu sagen, ja, also die Besatzung muss abgeschafft werden. Ja, sie muss abgeschafft werden, das wissen wir schon seit 44 Jahren. Es gibt Leute, die es schon ganz zu Beginn der Besatzung gewusst haben und die gesagt haben, das ist eine korrumpierende Angelegenheit, so eine Besatzung. Und hält euch davon heraus. Aber jetzt spüren wir es an unserem eigenen Fleisch. Jetzt wird es langsam schon sehr bedrohlich, auch für Israel. Zunächst nur
für die Linke. Stimmt. Also es wird, aber wir sind heute von allen möglichen Gesetzgebungen bedroht. Ja? Ja. Zum Beispiel will man die finanziellen Grundlagen unserer Organisation untersuchen. Nicht unsere Organisation, weil wir irgendwie aufgefallen sind, sondern weil es eine linke Organisation ist. Die finanziellen Grundlagen von den rechten Organisationen, von den rechten, ist völlig uninteressant für sie. Nur unsere wollen sie untersuchen. Und ich sage, okay, wir sowieso müssen wir, also wir sind eine registrierte Organisation und im Registrat muss jährlich aufscheinen, im Internet abrufbar, was wir von wo, wie viel Geld wir von wo bekommen. Also wenn sozusagen ein Parlamentsausschuss gegründet werden soll, der die linken Organisationen, wie haben Sie gesagt, wie haben Sie das beschrieben? Also die Organisationen, die unsere Soldaten in schlechtes Licht bringen. Das ist sozusagen die Organisationen, deren finanzielles Gehabe geprüft werden soll. Völlig idiotisch, erstens, weil das finanzielle Gehabe bei uns im Internet aufscheint, ganz frei für alle einzusehen. Und zweitens, weil es so etwas nicht geben kann, dass man nur eine dass man nur eine linksgerichtete politische Organisation untersuchen kann und niemand anderen. Also solche Gesetze sind nicht zu akzeptieren. Also wir sind im Teufelskreis drin. Aber das gab es bei uns auch schon. Ich kenne einen Freund, der war einmal in der marxistischen Linie. Das hat eine Professur gekostet. Machen wir es bitte der Reihe nach. Ich habe jetzt 9 Meldungen. Ich nehme sie gerne noch drauf. Der Pater Reinhard ganz schnell. Ich muss nur ganz aktuell zu heute. Olli, du hast am Anfang angefangen mit Nablus, mit Havara. Nicht Havara, sondern das Dorf. Havara. Aus dem dieser Mörder dieser jüdischen Familie in der Siedlung kommen soll. Das ist sehr offen, wer das an, kommt. Also, an wo er gesucht wird. Wahrscheinlich ist es man ein Freifunk, der keinen Lohn gekriegt hat, weil er dort gearbeitet hat. Aber das ist jetzt nicht unser Problem. Sondern nur jede Nacht ist die Armee in diesem Dorf verhaftet Leute. Heute Morgen sind 100 Frauen dort in Avada verhaftet worden. Einfach weg. Ja, also dieses Dorf steht unter Kollektivbestrafung. Wie heißt das Dorf? Das Dorf heißt Awarta und ist ganz in der Nähe. Südlich von. Kannst du Ihnen noch zeigen? Ja. In dem Nablus, direkt bevor man nach Nablus fährt. Ja. Also nur wie sowas auch weitergeht, es gibt keine konkreten Verdächtigungen, sondern wird einfach kollektiv. Ja, also das ist 5 Tage lang nach dem Überfall hatten die Ausgesperre. Es sind 500 Menschen schon eingesperrt worden, mussten ein großer Teil musste freigelassen werden, weil also nichts bewiesen werden konnte. Aber die Bevölkerung wird weiter schikaniert. Vielleicht wird doch jemand irgendein Wort sagen. Ja, Druck voll. Und das ist natürlich, also das ist das System, dass einer verhaftet wird, der sagt, wer seine Freunde sind, dann werden die nächsten Freunde verhaftet, dann geht es weiter und innerhalb einer Woche ist das halbe Dorf verhaftet. Das Schlimmste sind die Kinder. Ja. Weil denen wird gedroht, wir tun deinen Eltern Schlimmes an, wenn du jetzt irgendwas sagst. Und dann müssen sie irgendein Urteil unterschreiben, was in Hebräisch ist, was sie nicht verstehen und nicht können. Und so geht es los. Ja, also wie gesagt, es ist ein großer Wunsch natürlich, jemanden zu fassen, der dieses Verbrechen begangen hat. Das ist ein eindeutiges Verbrechen, da kann man überhaupt nichts anderes sagen. Aber man kann auch nicht, also eben als Alternative, man kann also nicht wirklich ein ganzes Dorf unter Terror stellen, buchstäblich. Deren Häuser sind nicht sicher, die Soldaten kommen hinein.
lassen sich dort für ein paar Tage nieder, schmeißen die ganze Bewohner heraus. Es war sieben Tage, war ausgesperrt. Das heißt, die konnten nicht einmal sich mit Lebensmitteln einnehmen. Ja, nächste Wortmeldung war Hans Günther. Ja. Sie haben jetzt die Beschreibung der schrecklichen Ereignisse oder der schrecklichen Realität in den Abend über uns aufgezeigt. Und ich habe für mich immer gedacht, wie soll das enden? Also wie kann das zu einer Lösung führen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie eine haben. Ja. Oder will es jetzt auch von Ihnen gar nicht so fordern. Mir ist nur an einer Stelle aufgefallen, dass Sie offensichtlich doch an eine Beendigung dieser Situation denken, weil dieses Einstellen der Berichte in die Website ist natürlich ein ganz wichtiger und wertvoller Teil der Arbeit, der Versöhnungsarbeit bei einem möglichen Friedensschluss oder Waffenstillstandsschluss, ganz egal, wie man damit umgeht. Also wenn dieses mal enden sollte, dann wäre es, ist das ein ganz wichtiger Teil der Arbeit, wie wir das aus Südafrika kennen, wo sowas dann halt verwendet werden kann und damit auch gearbeitet werden kann. Ja. Also den Aspekt danke. Wollte ich gerne ja, noch danke, sagen. Danke, dass Sie mir diesen Aspekt vorgeben. Ich wollte fragen, Sie berichten, es sind überall Gruppen im Internet, überall die über schlimme Taten der israelischen Regierung berichten, weltweit. Die ganze Welt weiß es. Es nehmen auch, glaube ich, in Israel viele Leute zu, die das einsehen. Aber was ist die Hoffnung, dass endlich mal der Regierung von Israel das einsieht? Letztens hatten wir ja in der UN, alle Staaten sind gegen Israel, nur Amerika mit ihr Veto. Da, wenn ich dürfte, wollte ich den Herren im gestreiften Hemd was sagen. Die sagen, was ist die Alternative? Hamas in Palästina, Hezbollah in Libanon sind gegründet wegen Israel, weil Israel hat mit den Gewalt angefangen. Wenn heute nicht Hezbollah war, ich bin ein Gegner von denen. Wenn die aber nicht in Libanon wären, wäre Libanon auch dasselbe wie in Palästina. Und zweitens, die Alternative ist einfach UN-Resolutionen anzunehmen und damit zu machen. Nicht nur, dass es gilt. Und die Soldaten, das ist ihr Job. Aber die Zivilisten, das ist denen nicht ihr Job. Gestern wurde ein Bus bombardiert von Hamas oder welche Gruppe, weiß man nicht. Gleich harte Vergeltung kommt. Und das kommt für alle. Der Schuldige und der Nichtschuldige. Das ist das Problem. Ja, also ich habe, Sie haben also völlig recht. Aber die Hoffnung, dass die israelische Regierung einsehen wird, naja, also die habe ich nicht. Die wird gar nichts einsehen. Das sind Ideologen, das sind nicht Menschen, die rational denken auf diesem Gebiet. Und warum auch sozusagen Israel nicht stärker bestraft wird. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wo sie hinschauen in der Welt, also Tausende und Abertausende von Menschen ermordet werden. Schauen Sie sich einmal in Afrika um. Ja, also das ist nicht zu fassen. Ja, wieso wird dem nicht Einhalt geboten? In Afghanistan, in Irak, überall, ja. Und daher, also ist nicht Israel die einzige die Regierung, die nicht bestraft wird, sondern es werden alle diese Regierungen, unter anderem auch die amerikanische Regierung wird nicht bestraft dafür, was sie in Afghanistan und in Irak und in Guantanamo und so weiter angerichtet hat. Das heißt, Israel ist in guter Gesellschaft. Heute werden die meisten aggressiven Regierungen oder Gruppen nicht bestraft. Und das ist ein Weltproblem. Und damit müssen wir auch, das müssen wir auch in irgendeiner Form verstehen, dass das nicht nur ein lokales Problem von Israel und Palästina ist.